Hallo, unser nächster Schritt im Sinne eines Workflows ist ja jetzt auch, das wieder zusammenzubringen. Also was wir jetzt geschafft haben, ist mit dem Branching das Ganze in zwei Stränge zu unterteilen. Und jetzt wäre das nächste eben, das wieder zusammenzubringen. Und das nennt man Merging. Die Situation, die wir jetzt haben, ist, wir haben zwei Branches, wo wir unabhängig voneinander weiterentwickeln können. Ja, jetzt kann ich hier weitermachen, kann sagen, okay, der Master wird jetzt hier weiter bearbeitet und noch weiter und der A eben entsprechend auch. So, jetzt kümmern wir uns mal um einen möglichen sinnvollen Workflow. Es gibt mehrere, die Literatur ist voll davon, aber einer, der sich bewährt hat und den ich auch für relativ übersichtlich halte von der Komplexität, den man also ruhig nehmen könnte, ist eben der, dass man sagt, naja, die Master-Version ist immer das, was eigentlich funktionieren sollte. Also das, wo ich drauf aufsetze. Und daraus folgt dann, okay, gearbeitet mit irgendwelchen Zwischenständen, die unter Umständen nicht getestet sind oder so, wird eben in Branches. Daraus folgt Anpassungen, neue Funktionen, Fehlerkorrekturen und so weiter, sollen jeweils in einem eigenen Branch implementiert werden. Gehen wir nochmal auf diese Stelle zurück. Das würde ja im Prinzip heißen, also ich habe jetzt hier von meinem Master einen Branch abgezogen. Das heißt, also ich habe gearbeitet, das ist jetzt also anders. Jetzt reift in mir der Wunsch, das wieder zusammenzuführen. Also sagen, okay, die Funktion, die ich jetzt implementiert habe, die soll jetzt auch in meinem Master Branch eben sichtbar werden. Sollen also die Änderungen rein. Naja, wenn ich das jetzt mache, dann kommt sowas raus. Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Erstversion gehabt, dann habe ich hier eine Version, wo ich es geändert habe. Wenn ich die jetzt zusammenfahre, ja, dann gibt es eben entsprechend eine neue Version, die hier auf so einer Versionskette im Prinzip liegen könnte. Sieht dann im Prinzip so aus. Das heißt also, hier haben wir jetzt erstmal noch gar keine Änderung. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum soll man das machen? Warum soll ich jetzt für neue Funktionen, Fehlerkorrekturen und so weiter immer einen Branch machen? Es macht ja auch Arbeit, also man muss es tun. Das ist relativ wenig Arbeit, aber man muss dran denken und es dann entsprechend machen. Schauen wir uns mal die Situation an, wie wir sie eben hatten. Also wir haben jetzt hier gerade von unserem Master einen Branch abgezogen und haben mit dem schon mal ein bisschen gearbeitet. Also wir haben irgendwelche Sachen schon implementiert und so weiter. Und jetzt gibt es eine Situation, wo sie noch mal schneller eine Änderung auf den Markt bringen müssen. Also sei es ein Bugfix oder ein sogenannter Hotfix, heißt, es gibt ein Problem. Und wir wollen ganz schnell eine neue Version oder eine gefixte Version zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir einen riesen Vorteil mit diesem Branching-Ansatz. Die hier, an der wir schon gearbeitet haben, die bleibt hier einfach liegen. Das ist alles wunderbar. Die kommt ins Repository, alles toll. Wir gehen auf den Head, mit dem Head zurück auf den Master. Also wir checken den Master wieder aus. Und jetzt kommt ja wieder das, was wir eben gesagt haben. Der Master soll eine Version sein, die im Wesentlichen funktioniert. Also das ist ja quasi unsere letzte getestete Version. Und jetzt machen wir da einen neuen Branch. Das heißt also, wir gehen jetzt her und sagen, okay, hier an dieser Stelle, Checkout Master, möchte ich arbeiten, weil da weiß ich, dass die getestet ist und da nenne ich den Branch jetzt B. Dann schalte ich auf diesen B-Branch um. Also ich check jetzt diesen Branch B aus. Das heißt also, das, was ich jetzt hier auf der Festplatte habe, ist im Prinzip das, was der letzte Master war. Getestet, für gut befunden, unter dem Namen B. Und als neuer Head. Wenn ich das jetzt einchecke, dann erscheint Folgendes. Ich habe also jetzt hier eine neue Version gemacht. Die hat jetzt natürlich entsprechend das Label B, also die ist der Branch B und ist unser neuer Head. Jetzt komme ich auf die Idee und sage, na, jetzt habe ich das also fertig gemacht. Ich möchte das gerne zusammenführen. Dann schalte ich den Head wieder um. Also ich checke mir meinen alten Master aus, damit, wo es losging. Und von dem merge ich dann das, was unter B ist, rein. Dann kommt sowas raus. Also hier der Master gemerged mit dem B ergibt eine neue Version. Also da, wo jetzt alle Änderungen quasi drin sind, unter dem neuen Label Master, also das alte Label Master auf der neuen Version. Der Head ist natürlich jetzt entsprechend auch der Master. Das ist ja das, was wir gerade ausgecheckt haben. Und unser Label B ist dann eben entsprechend da drauf.
So, und dann kann das Label B weg. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und dann haben wir im Prinzip hier unsere Versionshistorie wieder gefixt. Jetzt haben wir den riesen Vorteil. Man kann es direkt sehen. Wir können jetzt hiermit, ja, können wir, was weiß ich, kompilieren zum Kunden ausliefern oder sonst irgendwas. Sollten wir natürlich entsprechend testen, bevor wir das tun, weil ne, im Master ist ja mal nur das getestete Zeug. Und ja, den hier haben wir auch noch. Hier steckt ja schon Arbeit drin. Ne? Also wir haben ja hier das abgezogen, haben hier schon gearbeitet. Ja, dann können wir Folgendes machen. Dann sagen wir, ja, dann lassen wir den Master wieder Master sein. Da ist ja jetzt der Bugfix drin, ne? Also alles wunderbar. Und dann gehen wir halt hier hin und sagen, naja, wir arbeiten jetzt auf dem Arbeiter, checken den A aus, dann wird dieses A wieder der Head. Dann kriegen wir also die Version. Ja, ganz wichtig, die Version jetzt ohne Bugfix, aber mit unseren Änderungen. Dann arbeiten wir ein bisschen da dran und irgendwann kommen wir auf die Idee und sagen, so, jetzt ist das super. Ja, wir haben es also getestet und so weiter. Und jetzt wollen wir es entsprechend wieder in unseren Master zurückbringen. Ja, also wir haben es eingecheckt. Ja, wir haben hier, im Moment ist der Head auf A, also können wir immer schön mit Commit die Sachen hier als neue Version ins lokale Repository einchecken. Ja, jetzt also wieder das Ganze zusammenschrauben. Ja. Jetzt haben wir aber die Situation, hier sind Änderungen drin. Ja, und wenn man mal schaut rückwärts, hier sind andere Änderungen drin. Ja. Wir haben zwar eine gemeinsame Basisversion, aber wir haben ja hier, das wissen wir, den Bugfix gemacht und hier irgendwelche anderen Sachen. Ja, also was weiß ich, eine neue Funktion implementiert und so weiter. Also das Zusammenführen wird jetzt wieder nach der gleichen Art und Weise gemacht. Also der Head wird umgeschaltet. Wir checken also jetzt den aktuellen Master aus mit dem Bugfix drin. Und jetzt machen wir einen Merge. Ja, der Merge sagt logischerweise, okay, ich hänge jetzt ab von zwei Vorgängerversionen, nämlich diesem Master hier, ja, und dieser Version, in der eben entsprechend die Änderung für unsere Funktion drin ist. Ne? Also hier Bugfix, da Funktionsänderung. Ja, und was kommt hinten raus? Wieder eine neue Version, die Master heißt, entsprechend jetzt hier auch durchgetestet werden kann mit dem Bugfix und dem den Funktionsänderungen zusammen. Ja, und am Ende kann eben dieses A-Label auch wieder weg. So, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben einen Master, der funktioniert, ja, der kann zum Kunden oder auch nicht, je nachdem, ob gerade eine Release ist. Und wenn wir jetzt da weiterarbeiten, dann funktioniert wieder weiter. Alles klar, wir machen einen neuen Branch. C habe ich den jetzt mal genannt. Also neue Funktion oder neuer Bugfix. Und dann arbeiten wir entsprechend in der weiter. Also mit dieser Ansatz, sage ich jetzt mal, kann man es schaffen, dass es immer irgendwie eine Version gibt, auf die man aufsetzen kann und mit der man auch schnell reagieren kann, wenn eben kurzfristig Änderungen gemacht werden sollen, weil man sagen, halt immer eine Version hat, auf die man zurück kann sagen, okay, das ist eine Version, die ist stabil. Da kann man natürlich jetzt eigene Definitionen von was ist stabil noch ins Feld führen. Aber unterm Strich komme ich immer an eine Version dran, die eigentlich funktionieren sollte. Und dann kann ich eben an der entsprechend arbeiten und irgendwelche Bugfixes vornehmen. Dazu parallel sollte man irgendwie sich aufschreiben, was man gemacht hat. Ja, also wenn ich sage, hier Bugfixes, neue Funktionen, Anpassungen und so weiter, das sind alles Dinge, die Änderungen an der Software sind, also sollte man sie irgendwo aufschreiben. In der Regel macht man das mit einem Issue-Management oder neudeutsch heißen die ja Ticketsysteme. Das heißt, also es gibt ein System, da kommen immer die neuen Anforderungen rein oder das, was man eben ändern möchte oder Fehlermeldungen. Da wird ein Ticket für erstellt oder ein Issue. Und dann erzeugen die Dinger meistens eine fortlaufende Nummer. So, und wenn man einigermaßen nachher nachvollziehen können möchte, was man getan hat, dann bietet es sich an, eben diese Nummern auch in den Bezeichnungen der Branches zu verwenden und auch in den Commit-Messages auf diese Nummern zu referenzieren. So kann man nachher feststellen, okay, in dem Commit, also dann sieht man natürlich auch nachher die Änderungen, die in dem Commit gemacht sind, sollte dieser und jener Fehler korrigiert werden. Und wenn ich jetzt sage, okay, also die Korrektur von diesem Fehler, die ist irgendwie nicht so optimal gelaufen, dann kann ich nämlich genau an diesem Commit, weil ich ihn nämlich dann relativ schnell finde, schauen, was ist denn da überhaupt geändert worden? Ja, war der Bugfix eben kein Bugfix, sondern ein, ich mach's noch schlimmer. Und genau das machen wir jetzt exemplarisch in den nächsten Schritten, in den nächsten Videos.